Fachkräftegewinn ist echt nicht einfach, sagen die meisten. Warum nun 2024 einen besonderen Vorteil hast und vor allem welche Vorteile das sind, das verrate ich dir in dieser Episode. Hallo und schön, dass du mit dabei bist. Fachkräftegewinn ist echt nicht einfach, sagen die meisten. Warum nun 2024 einen besonderen Vorteil hast und vor allem welche Vorteile das sind, das verrate ich dir in dieser Episode. Also, lass uns loslegen. Der erste Part, der extrem wichtig ist, die Vergleichbarkeit am Arbeitsmarkt ist einfach enorm groß. Das heißt, du musst heute deutlich mehr Fokus darauf legen, nicht nur deine Leistung, deine Produkte zu verkaufen, sondern auch deinen Arbeitsplatz. Wie schaffst du das? Indem du wirklich eine Kultur bei dir im Unternehmen etablierst. Und ja, pünktlich kommen und nett zueinander sein, hat wenig mit Kultur zu tun. Bei Kultur geht es wirklich darum, was sind die besonderen Noten, die weichen Themen, wo die Leute sich auch wirklich heimisch fühlen. Ja, was bei uns zum Beispiel der sportliche Background ist, gesunde Ernährung, solche Sachen wie Eisbaden und so. Das ist etwas, was zu unserer DNA gehört, was uns als Arbeitgeber attraktiver macht und uns vor allem von anderen auch abhebt. Du musst jetzt die Frage stellen, was sind genau diese Themen bei dir? Was sind die Themen, die du machst, die wirklich kulturbedingt sind? Und nochmal, sowas wie eine regelmäßige Feier auf dem Sommerfest, das ist nicht unmittelbar ein Kulturthema. Die Frage ist, was machst du dort? Ist das eine Rockabilly-Party, wo du irgendwie Musik der 60er und 70er abfeierst? Oder ist es eher was Gedecktes und Gediegenes? Da gibt es kein richtig und kein falsch. Wichtig ist, mach es so, wie du es für richtig hältst. Und dann wirst du auch entsprechend die richtigen Leute damit anziehen und ansprechen. Einer der wichtigsten Punkte nach den Studien der Gallup-Institutes ist das Thema Fort- und Weiterbildung. Warum verpassen so viele Unternehmer die Chance, ihre eigenen Schäfchen so zu entwickeln, dass sie auch mal in Teamleiterpositionen gehen, ja? Dass sie auch mal in Geschäftsführungspositionen gehen können? Warum externe Leute suchen, das ist so viel schwieriger als die Leute, die schon mit deinen Kultur und Werten entsprechend vertraut sind, weiterzuentwickeln. Das heißt, überlege dir immer, was genau wollen die Personen wirklich erreichen? Und ja, an der einen Stelle macht es auch Sinn, mal einen kleinen Schubs zu geben und die Leute bewusst über ihren Schatten hinauszubringen und sie weiterzuentwickeln. Das heißt, klare Fortbildungsangebote, klare Weiterentwicklungsmöglichkeiten und vor auch klare Perspektiven. Wie sieht ein Karriereplan bei euch aus? Wofür entscheiden sich die Leute? Was müssen sie tun, um entsprechend auf die Top-Position zu kommen? Und wer bereit ist, auch entsprechend das zu investieren und auch die Bereitschaft mitbringt, der soll natürlich auch belohnt werden. Auf der anderen Seite ist es dann aber auch viel leichter für die, die sagen, hey, ich will mir den Stress gar nicht geben, ich bin happy mit dem, was ich habe, dann zu prüfen, was brauchst, damit die trotzdem nicht nur wie hinten runterfallen, sondern mit dem Tempo und der Dynamik deines Unternehmens mithalten können. Das heißt, hier würde ich ganz, ganz klar einfach mal zu überlegen, welche Fortbildungs- und Weiterentwicklungsmöglichkeiten bietest du auf der jeweiligen Position. Das heißt, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass deine Leute sagen, hey, ich bin angekommen, ich habe alles erreicht. Und das wird automatisch dafür sorgen, dass die Leute in ihren Prozessen schlechter werden. Sie werden schlechter in ihren Prozessen. Sobald die Leute wissen, was sie zu tun haben, werden sie schlechter. Das heißt, es ist auch deine Aufgabe als Arbeitgeber zu überlegen, hey, wie schaffst du es, dass die Leute immer eine gewisse Angst haben vor neuen Themen? Das ist genau der Bereich, wo wir als Menschen uns weiterentwickeln. Für dich als Unternehmer selbstverständlich immer so eine Anspannung oder Euphorie zu haben vor neuen Themen. Aber viel, viel wichtiger ist, davon auch etwas in kleinen Portionchen an dein Team weiterzugeben. Denn das brauchst du als Nährboden für die Weiterentwicklung und damit auch für deine unternehmerische Freiheit. Wenn es um das Thema Gehalt geht, dann denken ganz, ganz viele Leute, naja, wir zahlen Tariflöhne oder wir zahlen irgendwie das, was man in der Region so bezahlt. Naja, was brauchst du, damit du ein bisschen mehr machen kannst? Das ist doch die alles entscheidende Frage. Was brauchst du, damit du ein attraktives Grundgehalt hast und vor allem auch wirklich sexy Zusatzleistung. Und sowas wie ein Obstkorb oder ein Fahrrad, ja, das sind die Basics. Ja, das ist das absolute Grundgerüst von dem, was man mal mindestens haben sollte. Die Frage ist doch viel eher, was kannst du obendrauf legen? Kannst du sowas wie Massagebehandlung, Zuschüsse für einen Optiker oder solche Sachen mit reinpacken? Das sind doch die eigentlich interessanten Themen, ja? Gibt es sowas wie eine betriebliche Altersvorsorge oder neue Themen, die viel flexibler sind als das? Völlig egal. Wichtig ist, dass du entsprechend Benefits hast, die über das normale Maß hinausgehen. Und je attraktiver diese Zusatzbenefits sind, desto eher wird auch ein Bewerber sich potenziell für dich entscheiden. Was ganz spannend ist an dieser Stelle, wenn du sagst, naja, was soll ich denn da machen? Schau mal auf den amerikanischen Markt. Das heißt, geh ruhig mal auf eins der großen Jobportale und schau mal, was in Amerika entsprechend an Zusatzleistungen geboten wird. Witzigerweise sind diese Zusatzleistungen da drüben meistens viel, viel wichtiger als das, was die Grundversorgung abdeckt. Ja, sie haben auch ein anderes Gesundheitssystem und genau deswegen
lohnt es sich genau hinzuschauen. Und bei unserem Gesundheitssystem, was auch immer mehr Leistung rausnimmt, ist es auf der Stelle auch wieder interessant zu prüfen, was kann ich als Arbeitgeber machen, um auch präventiv zu arbeiten, aber auch entsprechend in akuten Situationen. Das heißt, setz dich mit diesem Thema mal auseinander. Es gibt genügend Anbieter, die dort entsprechend Top-Leistung haben. Da auch nochmal Grüße raus an Fair Family, mit denen arbeiten wir exklusiv zusammen. Haben wir auch entsprechend ein Partnerprogramm, wenn du da Interesse dran hast. Aber hier wirklich mal für dich zu prüfen, welche Partner sind für dich dort genau richtig und vor allem, wie schaffst du es, dort Zusatzleistungen zu implementieren, damit du als Arbeitgeber es leichter hast, wenn es nachher an die harten Fakten geht, auch dort zu überzeugen. Eine Sache, die manchmal uns viel zu klein erscheint, aber die doch einen sehr, sehr großen Hebel hat, ist der Einsatz von neuester Technologie. Das ist etwas, wo wir sagen, naja, ich schreibe das überall rauf, aber den meisten Leuten ist das gar nicht klar, wie wichtig es ist. Es macht einen Unterschied, ob du da mal ein iPad hinlegst, ein vernünftiges MacBook oder ja, wenn es auch nur ein vernünftiger Windows-Rechner ist. Aber ist das etwas Neues? Ist das etwas, was die Leute auspacken? Oder ist es irgendwas Altes, Abgegammeltes, was irgendwie schon 10 Vorbenutzer hatte? Ja, wenn du jetzt auf der Baustelle draußen unterwegs bist, kriegen die Leute ihr eigenes Fahrzeug, können sich ihr Werkzeugsortiment selbst zusammenstellen? Oder ist das irgendwas, was irgendwie schon 8000 Arbeitsstunden in den Knochen hat? Das sind einfach mal Feinheiten, wo man mal selber überlegen muss, wie fühle ich mich wohl? Ja, gehe ich in so ein WG-Zimmer rein oder beziehe ich selber eine Wohnung neu? Du musst einfach für die Person, die du suchst, es schön machen. Ja, bau ein Nest und egal, ob es jetzt ein Bürojob ist oder auf der Baustelle, es macht keinen Unterschied. Die Personen müssen sich dort wohlfühlen. Und ja, wenn es heißt, dass man das alles mal wieder ein bisschen auf Vordermann bringen muss, mal Sachen ersetzen oder auch einfach mal was komplett Neues anschafft, ist doch im Vergleich zu dem, was du bekommst, einem neuen Familienmitglied in deinem Unternehmen, ein absolut geringer Preis. Und aus meiner Sicht sogar das Mindeste, was du tun solltest, wenn du entsprechend es wirklich ernst meinst mit der Mitarbeitergewinnung. Und der letzte Part, und das kann ich nicht hart genug triggern und euch immer wieder darauf hinweisen, du bist die Nische. Ja? Das heißt, wenn du ein Handwerksunternehmen bist, ja, wenn du ein Dienstleister bist, wenn du eine Webseitenagentur bist, wenn du ein Zahnarzt bist, ein Rechtsanwalt, völlig egal, dann sind das alles Branchen. Aber die Frage ist, was ist der Unterschied? Das heißt, es ist umso wichtiger geworden, eine vernünftige Positionierung herauszuarbeiten. Und wenn ich jetzt einen Anwalt habe, der nicht im Anzug ankommt, sondern ja, im lockeren Sportdress, dann weiß ich, ah okay, irgendwie tickt der anders, der hat irgendwie einen anderen Ansatz. Wenn ich jetzt einen Anwalt habe in Lederjacke, dann habe ich damit auch wieder ein Statement gesetzt. Muss es immer so extrem sein? Sicherlich nicht. Aber du kannst für dich einfach entscheiden, was sind die Dinge, die dich einzigartig machen und vor allem, wie kannst du diese Einzigartigkeit wirklich voranstellen? Darum geht es, um nicht mehr und nicht weniger. Wie kannst du diese Einzigartigkeit voranstellen? Und das wird auch immer der Nährboden sein für die Leute, die du entsprechend suchst. Weil natürlich suchst du keine Leute, wenn du auf Lederjacken und Rockmusik stehst, die dann im piekfeinen Zwirn ankommen und lieber Klassik hören. So, aber dann mach dir doch gar nicht den Stress. Versuch doch nicht, irgendwelche Fremden anzuziehen. Lade doch einfach Leute in dein Wohnzimmer ein, die Zugehörigkeit haben, ja, die vielleicht auch Tattoos haben, genauso wie du. Super, mach's doch als Einstellungskriterium. Warum nicht? So, das sind einfach alles Punkte. Du selbst bist die Nische. Du bist so, wie du bist und trag das nach außen. Zeige diese Themen, ja. Bei uns nur mal so als kleiner Ausblick, ja, es ist Einstellungsvoraussetzung, dass die Leute Eisbaden müssen. Warum? Weil ich für mich erlebt habe, was an positiven Sachen bringt. Alle im Team haben es gemacht und ja, jede neue Person, die kommt, muss sich entsprechend beweisen. Du kannst einfach mal für dich überprüfen, was sind die Dinge, die dir wichtig sind, was sind deine Werte und welche Rituale kannst du auch da drumherum bauen. So, das Eisbaden ist nur eines der vielen Rituale, was wir zum Beispiel nutzen, damit die Leute hier auch wirklich ankommen. Du allein legst fest, wie die nächsten Schritte aussehen. Sei authentisch, sei nahbar und dann geh damit raus. Wenn du jetzt sagst, Raik, alles klar, habe ich verstanden. Ich muss diese Systeme entwickeln. Ja, ich muss das erstmal alles aufbauen. Ich habe da noch gar keine Struktur. Ja, ich muss mich so viel mit dem Tagesgeschäft beschäftigen. Dann lass uns reden. Geh auf raikhane.de/austausch. Lass uns da einfach mal kurz für 10 bis 15 Minuten zusammensetzen. Jemand aus meinem Team wird sich dann entsprechend Zeit für dich nehmen. Und dann können wir 1:1 auf deine Themen eingehen. Einfach mal 10, 15 Minuten eine Kaffeelänge Zeit nehmen. Und ich verspreche dir, du wirst genau die Impulse bekommen, die du brauchst. raikhane.de/austausch.